Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute gibt es was ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar befinde ich mich, sieht nicht nach Deutschland aus, ich befinde mich in Griechenland, Zakynthos, Freunde. Ich bin aktuell im Urlaub eine Woche lang, aber Freunde, ich möchte euch natürlich auch Content bringen. Ich war in vielen Urlaubsorten, in vielen schönen Apartments, in vielen schönen Häusern, aber das hier ist wirklich eine Luxusvilla. Und ich habe euch über Instagram gefragt, ob ihr sie sehen wollt und ich werde sie euch jetzt zeigen. Lasst natürlich sehr, sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da, Freunde. Wie gesagt, ich versuche ein bisschen YouTube-Content für euch zu bringen hier im Urlaub. Natürlich ist der Urlaub aber auch dafür da, um ein bisschen abzuschalten. Trotzdem gebe ich mein Bestes und ich würde sagen, wir gehen rein. Wir sind hier gerade auf unserem eigenen Tennisplatz. Die Aussicht, da kommen wir später noch dazu. Abends, wenn die Sonne untergegangen ist und alles ist dunkel, machen die Jungs hier, und ihr seht es im Hintergrund, die Lichter gehen an. Das heißt, nachts wird hier die ganze Zeit geballt. Entweder hier Basketball oder Tennis oder Fußballtennis oder Two Contacts. Seid gespannt, was noch kommt. Das ist übrigens das Haus von außen. Das hier, Freunde, ist so ein bisschen hier der Eingang und so weiter. Hier fährt man runter, dieses Tor hier runter. Und hier parken wir unsere Gefährte. Wenn ihr sowas macht, irgendwo auf einer Insel oder so, holt euch diese Teile. Also wirklich mehr Urlaubsvibe mit so einem Ding kann man gar nicht haben. Das ist so cool, ehrlich. Und das Teil auch, genauso geil. Ja, und das Teil passen nicht alle rein. Haben wir ein bisschen falsch berechnet. Wie gesagt, hier fährt man runter. Hier haben wir unseren Hans Zimmer. Und hier haben wir ein wunderschönes Schachbrett. Dame, König, Ass, alles. Das ist unsere Eingangstür. Ist zu. Ja, wir gehen von außen wieder. So, wir sind jetzt außen rumgegangen. Wir sehen hier eine eigene Minigolfanlage. Also einfach für uns so. Das habe ich auch noch nie gesehen. Hier hinten Spielplatz für Emre. Den zeige ich euch später. Hier so viel Gewinn und so. Wir haben uns übrigens überlegt, oder wir werden es eigentlich safe machen, so ein kleines Turnier an irgendeinem Abend, wo wir alle Spiele durchgehen. Minigolf, dieses viel Gewinn. Ja, okay, Schach ist ein bisschen schwierig, aber hier so Fußball, Tennis und das, also so eine richtige Olympiade. Vielleicht mache ich dazu auch ein Video. Ihr könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob ihr das sehen wollt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Okay, Freunde, gleich Kaderplanung versprochen. Hier ist unser Wohnzimmer. Hier ist ein Kamin. So, mein Zimmer, mein Bad, alles super clean. Jeder hat übrigens sein eigenes Bad. Hier mein Bett, ein bisschen unaufgeräumt, alles gut. Hier will ich eigentlich streamen und das, Freunde, ist meine Aussicht. Das ist die Aussicht von meinem Zimmer, direkt zum Pool raus. Das hier ist unsere Küche. Wir haben gestern gekocht bzw. gegrillt. Hier geht es auch raus, also überall geht es hier raus zur Terrasse. Und ich zeige euch jetzt eigentlich den schönsten Part hier, diesen Infinity Pool. So dankbar, sowas erleben zu dürfen. Es ist so schön, wirklich. Riesen, riesen Terrasse nur für uns. Riesen Pool nur für uns. Also wie gesagt, zur Orientierung, hier Minigolf. Hier hinten Tennis. Hier bin ich runtergekommen, hier habe ich das Video gestartet. Hier haben wir unser Workout gemacht. Wir sehen hier noch hier so ein paar Dinger und hier diese Bänder. Und wie gesagt, hier dieser wunderschöne Pool und diese wunderschöne Aussicht. Gänsehaut. Und das ist dieser Grill, wo wir gestern gearbeitet haben. Und hier ist der Bereich, wo wir essen. Hier ist der Eingang, hier zur Orientierung wieder. Hier geht's hoch, runter. Und hier essen wir jeden Abend, jeden Morgen und genießen eben diese Aussicht. Einfach herrlich. Es geht aber hinterm Infinity Pool noch runter. Und zwar hier geht es dann runter. Hier ist der Pool, hier ist die Dusche. Hier, keine Ahnung, wird irgendwas Neues gemacht? Nein. Wow. Und hier dieser, ehrlich, richtig geile Kunstrasen. Das sind die Dinger, von denen ich gesprochen habe. Das ist ein Minispiel. Hier könnte man ein anderes Minispiel machen. Hier wird trainiert. Hier ist dieser Latzug hier, kann man hier machen und so. Hier die Minigolfanlage. Hier nochmal das Haus. Oh mein Gott, was? Hier war gerade so ein fettes Viech. Hier fliegen so viele komische Viecher rum, wirklich. Ich habe so Angst vor Insekten. Das ist also wirklich ohne Spaß. Die sind nicht cool. Die sind ehrlich nicht cool. Und wisst ihr, was auch nicht cool ist? Erster Tag, wo ich angekommen bin. Seht ihr meinen Daumen? Der ist einfach blau. Einfach Finger eingezwickt. Bei der Terrasse. Machst du nichts. Also hier bin ich. Hier ist Emre, Felix. Da ist Benny. Und unten ist Jibber. Wir gehen mal in den Keller runter. Da gibt es auch noch ein paar Minispiele. Hallo? Ich glaube, der ist auf Toilette. Unbenutzte Betten. Also wenn ihr Lust habt, hier wäre noch Platz für euch. Hey, Nakitai! Billard. Sehr cool. Und jetzt kommt das Coolste. Lasst es wie Fabio 97. Ey! Einer unserer Neuzugänge, Freunde! Guck mal diesen Rücken. Oh ja. Ey, Freunde, das ist mit Abstand
Das schönste Zimmer. Badewanne? Whirlpool? Nee, Whirlpool in der Badewanne, oder? Und jeden Morgen, wenn er aufsteht, einfach diese Aussicht. Gänsehaut. Wir sind hier übrigens die einzigen irgendwie. Also ihr seht, hier ist gar nichts los. Hier keine Häuser, gar nichts. Nur hier ist noch eine Villa. Auch mit einem Tennisplatz. Und das war es weit und breit. So, Benny, willst du dich kurz vorstellen? Servus, ich bin Benny, 24 Jahre alt. Euer Freund von Fabio. Okay, ein, zwei Sätze so. Einfach so. Das schönste Urlaub bis jetzt. Nach langer Zeit. Und ja, wir genießen es. Mega schön. Bruder, man denkt Dokumentation oder so. Freunde, das ist Benny. Das spielt übrigens auch bei mir in der Mannschaft in Heimstetten. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal bei Emre rein. Oh, der duscht. Wie gesagt, jeder ein eigenes Zimmer, eigenes Bad. Und hier geht's raus zu einer zweiten Terrasse. Da waren wir gerade bei Benny. Du meinst, ist da Felix, sein Fuß? Das ist die Aussicht von hier. Ich würde sagen, auch nicht so schlecht. Wir klopfen kurz bei Felix an. Den kennt ihr ja schon. Oh. Hi. Freunde, einer der alten Hasen. Felix Udokai. Ist mir eine Ehre. Freut mich sehr. Grüße gehen raus an die Community. Und ganz an Gregor. Oh, Gregor, wir vermissen dich, ehrlich. Viel, ne? Ja, Mann. Aber wir haben auch ein paar Neuzugänge bekommen. Die können die zwar nicht ganz kompensieren, aber die sind auch nicht schlecht. Ja, sind auch ordentlich. Ja. Vielleicht nur für Laie, aber mal schauen. Aber ich bin zufrieden. Auch sehr schönes Zimmer. Ja, sehr schön. Hier auch ein eigenes Bad und schöne Aussicht. Ausblick ist da. Jetzt gehen wir nochmal runter. Hier ist auf jeden Fall die Eingangstür. Die vorhin zu war. Hier dieses wunderschöne Gefährt. Also ich muss wirklich sagen, schönste Unterkunft, in der ich bis jetzt jemals war. Also es ist wirklich für mich, klar, Luxus ist Ansichtssache, aber für mich eine absolute Luxusvilla, wirklich, also einfach traumhaft. Ich komme einfach auf diese Aussicht nicht klar, wirklich. Also ich könnte den ganzen Tag einfach hier verbringen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, alles verfolgen. Für mich ist das Urlaub. Einfach chillen, schöne Unterkunft, Pool, gutes Wetter. Schreibt mal in die Kommentare, was ist für euch Urlaub. Oder was macht ihr am liebsten Urlaub? Macht ihr so Städtetrips oder auch so, keine Ahnung, All-Inclusive gibt's ja auch. Oder holt ihr euch ein Airbnb? Also ich kann euch einen Tipp geben, Freunde. Wenn ihr mit euren Freunden unterwegs seid, ein paar Jungs oder so, eine Gruppe von Leuten, kann sein, dass es manchen von euch nicht gefällt, aber holt euch ein Airbnb. Muss natürlich jetzt nicht so ein krasses sein oder so, aber einfach zusammen ein Airbnb holen. Ich finde, das gehört auch dazu, dass man dann zusammen irgendwie einkaufen geht und dann diese lokalen Sachen auch hier einkauft und dann auch mal gemeinsam hier ein bisschen was kocht oder so. Also für mich ist Airbnb über Hotel. Ja, ich würde sagen, ich mache mich schnell ready, kurz unter die Dusche. Dann nehme ich am besten die Kamera nicht mit, sonst bin ich danach Single und werde gestrikt. Jetzt fehlt noch unser Offensivspieler, unser Stürmer und unser Flügelfitzer, ein Breezy. So, Freunde, Outfit-Check. Ja, wir gehen jetzt los. Ich stelle euch den Rest vor. Wie süß. Wie romantisch. Hä? Schaut euch an. Schau, schau. Ja, ja. Wo bist du, Alter? Letzter Mal, oder was? Nicht die Schuhe, Bro. Warum? Wir müssen neu wieder. Ja, okay, okay. Aber warte, Beste kommt zum Schluss. Oh, shit! Oh mein Gott! Dein Name wurde. Nein! Mambo! Wow! Das ist er, Freunde. Unser Neuzugang Nummer 2. Ja, Das war's von der Roomtour, Freunde. Lasst Liebe da. Für diese Crew. Und wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, lasst Liebe da. Kuss. Ciao, ciao. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before I hit your fist. But he hit the fan when I got him down and pinched. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these, cause my last name ain't Kent. Cooking on the stove.